So, da sind wir wieder. Der zweite Tag im Training für das nächste Splatfest. Welche Eissorte ist am leckersten? Oh, da ist ein Pfefferminz. Teammitglied, wunderbar. Und wir gehen sofort in dieses Training. Aber vorher gehen wir zu Sid, denn wir haben gestern... Ich habe gestern diese neuen Schuhe bestellt. Sid bietet uns natürlich auch an, das Splatfest-Shirt von seinen Zusatzeffekten zu befreien. Einmal Effekt entfernen, kostet nur 2000 Münzen. Ich scrolle das ja ein bisschen schneller durch, weil ich das eigentlich nie nutze. Also wenn das jetzt irgendwie mehr interessiert, ich kann da vielleicht auch ein extra Video dazu machen. Oder ich erkläre es einfach morgen an Tag 3. So, ich will aber meine Bestellung abholen. Ja, hör mal, ich habe da was für dich. Es ist nicht genau das, was du wolltest, doch es ist genau das, was ich wollte. Nämlich die schicken Schuhe, die ich mir aber erst anziehe nach dem Training, weil es ist so extrem heiß heute. Da will ich nochmal mit meinen Sandalen trainieren. Fort Nautilus ist heute eine Arena. Das ist ziemlich cool. Ich habe vorhin übrigens eine Freundschaftsanfrage angenommen, weil ich nicht wusste, ob der die Teilnehmer, also wo mir die Freundschaftsanfrage geschickt hat, will, dass das hier im Video erscheint, habe ich das nicht aufgenommen. Ihr dürft mir natürlich immer Freundschaftsanfragen schicken. Ich freue mich immer über irgendwelche Mitspieler. Es wäre mal cool, wenn man so eine Splatoon-Gruppe zusammenstellen könnte. Würde mir gefallen. Zum Thema Freundschaftsanfragen und Freundschaftscode, aber mache ich nochmal noch ein extra Video. Das mache ich jetzt heute nicht. Heute ist ja Training und Kampf 1 beginnt. Ich würde sagen, wieder 3 knackige Runden. Diesmal ohne Zusatzrunde. Diesmal gucke ich mal wirklich, wie viele Spiele ich von 3 Runden gewinne. So, oh, ich bin gelb. Der Gegner ist violett. Breit, jawohl. Natürlich, springen wir rein ins Eck. Cool, cool, cool. Und los geht's. Ich begrüße immer meine Teammitglieder, mein Team mit cool. Das ist schön, das macht die Stimmung. Das ist eine tolle Stimmung. Das ist auch eine tolle Map. Gefällt mir irgendwie. So industrieanlagenmäßig, das gefällt mir sowieso. So, High Hammer, jawohl. Aber den will ich einsetzen, wenn Gegner. Gut, die sind schon in Gefahr. Und natürlich wieder ein oder mehrere Spieler haben den Kampf. Kurz nach Kampfbeginn verlassen. Das kann bloß im Gegnerteam gewesen sein, wobei da waren auch alle angezeigt. Weil wir waren alle da, aber vielleicht ist es deswegen schon so gut gelaufen. Naja, kein Ergebnis. Schade. Schade, schade. Natürlich setze ich fort. Dann ist eben jetzt das nächste Spiel, das offizielle erste Spiel. Und hier wird fleißig trainiert. Was natürlich nicht ganz so realistisch ist, weil diese Dummies, die wehren sich natürlich nicht, aber so. Ah ja. High Hammer. Jawohl. Oh, kurz vor Explosion geht der Kampf weiter. So, jetzt aber offiziell das erste Spiel. Der erste Kampf in diesem Spiel. Wir haben aktuell 31 Grad. Stark bewölkt. Ich glaube, heute gibt es noch ein Gewitter. Das war die Wettervorhersage. Oder die Wetter. Die aktuelle Wetterlage. Hier in Splatville. So, los geht's. Was ist das für eine Farbe? Das ist so ein komisches Grün-Gelb. Seltsam. Keine Ahnung. Erbsenpüree. Ja. So. Highhammer ist schon aktiviert. Wo sind die Gegner? Ich will Gegner jetzt wegsplatten. Oh, das ist so eine ganz fiese Map. Wenn da mal die Gegner da oben auf dem Turm sind. Natürlich. Entweder mit einem Hydrant oder mit einer Sniper, dann hat man nicht viel zu lachen. So, ich werde natürlich weggesplattet von einem Tentaklexer. Wütiger Sensei, oder was war da gestanden? Ich weiß gar nicht, was mein offizieller Titel momentan ist. Ich gucke so selten da rein, weil ich ja eher kämpfe und eher rumsplatten will, als mich da stundenlang mit irgendwelchen Spinden oder oder Banner da zu beschäftigen. Kann ich aber mal machen, wenn ihr das wollt. Ja, natürlich, habe ich nicht gesagt, der Hydrant Kirai. So, und wir sind schon in Gefahr. Wunderbar. Das heißt, es wird spannend.
Die Gegner haben natürlich einen Coolkugel. So, ich werfe natürlich trotzdem eine Klecksbombe, die bei dieser Waffe die überhaupt nichts bringt eigentlich. So, auch der High Hammer bringt nicht viel, weil, ja, wenn ich den aktiviere, dann rutsche ich irgendwie meistens in irgendein Eck rein, wo keine Gegner sind. Wenn man im Hintergrund Autofahren hört, das ist weil ich bei offenem Fenster gerade hier das Video aufnehme, weil beim geschlossenen Fenster herrschen hier drin astronomische Temperaturen. So, ja, Agent Cat hat es auch auf uns abgesehen. So, die letzte Minute läuft. Jetzt wird's spannend. Oder eigentlich nicht so, weil, so, Pyra ist erledigt. Die späte Rache fürs Wegsplätten. Ich will doch hier nur einfärben und meinen High Hammer in aktivieren. So, ja, ich aktiviere ihn mal, aber ja, ich springe natürlich wieder vom Gegner weg und der Gegner. Geht es euch auch so, wenn ihr Splatoon, also für den Fall, dass ihr Splatoon spielt, dass meistens die Gegner einen dann urplötzlich hinter einem stehen? Also sie sind fast immer hinter mir. Ich werde fast immer hinterrücks irgendwie erschossen. Oder wenn ich springe, dann springe ich meistens in den Tod rein. Und dann höre ich von der Airbrush dieselbe Waffe, wo ich habe. Ich schieße natürlich stundenlang auf den Gegner, es passiert nichts. Ich krieg einen Schuss ab und zack, schon bin ich erledigt. Super. So schaffe ich wenigstens noch die 1000. So, Pyra ist erledigt. Wunderbar. Auch wenn wir am Verlieren sind, es ist immer wieder ein befriedigendes Gefühl, den Gegner noch wegzusplatten. So, ich glaube, die 1000 habe ich nicht erschafft. Aber, naja. Egal. Erste Runde verloren. Auch noch in den typischen Original-Splatoon-Farben. Noch fast. Ja, freut euch nicht zu früh. Die Revanche kommt auf den Schlag. In Runde 2. Jetzt gucken wir das Ergebnis an. Wir haben es. Ah, gut, die 1000 habe ich noch geschafft. Wie habe ich mich so geschlagen? Ja. Kann man nicht meckern. Auf Platz 1 beim Einfärben. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Also, es kommt ja letztendlich aufs Einfärben drauf an. Aber wenn man eben ständig weggekillt wird, dann ist auch Einfärben natürlich nicht so dolle. So. Achso, ich habe ganz vergessen, es ist ja die Fliegerbrillen-Staffel. Ich habe ja die Gasmaske gar nicht auf. Das ist irgendwie ein ungewohnter Anblick, dass man das Gesicht wieder sieht. Aber ich habe schon gesagt, beim Splatfest möchte ich ohne Gasmaske spielen. Und ich mag die Fliegerbrille. Ganz gern. So, gelb, wunderbare Farbe. Und natürlich gegen blau, die Lieblingsfarbe. So, das wird heiter. Bis ulkig. So. Moment. Ja. Da gibt es einen Punkt, wenn man den erreicht, dann den muss man eigentlich für sich besetzen. Das ist dieser Turm da. Also jetzt nicht da, wo ich eben war, sondern das andere. Und diese Gitter, da muss man über diese Gitter und diese Gitter, da kann man eigentlich nur laufen. Also wenn man sich in einen Tintenfisch verwandelt, dann squittert man durch das Gitter durch. Und das sind wirklich ganz, ganz fiese Bereiche, weil da ist nämlich die Wegsplatt-Garantie natürlich hoch, dass man da weggesplattet wird, weil man auch nicht wegschwimmen kann. Kommt der jetzt her? Na toll. Und Coolkugel aktiviert. Und aktiviert nochmal eine Coolkugel. Super. Das sieht sehr gut aus für das gegnerische Team. Jo. Schön. Aber wie gesagt, das ist eben das Training. Splatfest wird nochmal eine Stufe härter. Ah, ich könnte da hochschwimmen, aber der Hydrant, der müde Frechdachs. Oh, schöner Titel, weil den Namen kann ich gar nicht lesen, diese Schriftzeichen. Das Splatfest selbst, das wird natürlich wieder richtig ultra hart. Also das wird von Jahr zu Jahr und von Splatoon-Version zu Splatoon-Version immer ernster genommen. Also ich habe das Gefühl, bei Splatoon 2 war es in den Splatfesten lang nicht so dermaßen hart umkämpft wie jetzt bei Splatoon 3. Und es gibt auch Leute, die
die haben das gleich bei Release durchgesuchtet bis zum Geht nicht mehr. Sieht man zum Beispiel an den Emotes, die man ja... Ja, toll. Ich will jetzt mal die Mitte erobern und jetzt kommt natürlich die Coolkugel und natürlich wieder von meinen Freunden hier, ne? Oder Freundinnen. Es ist, man sieht ja sehr viele weibliche Charaktere. Wie gesagt, das Thema hatten wir ja gestern. Man weiß ja nicht wirklich, ob jetzt Männlein oder Weiblein hinter den Charakteren stecken. Ist ja auch wirklich egal, weil das, dazu ist ja ein Spiel da, dass man eine andere Rolle spielt. Aber es sind schon viele weibliche Charaktere zu sehen. Also hab ich den Eindruck jedenfalls. Aber das ist egal. Das ist mir wurscht. Hauptsache ich, weil ich bleibe beim männlichen Charakter. Also auch nicht irgendwie geschlechtsneutral oder irgendwie so ein Quark, sondern ich will wirklich, ich stehe dazu. Männlich, ja. Na, toll. Das wird mir nicht mal die letzte ein Kill wird mir gegönnt und bin wieder von derselben Waffe, die ich auch habe. Killed one, schön. Naja, egal. Auch die zweite Runde geht, schätze ich mal, an die Gegner. Ja, es sieht, naja, ist nicht knapp. Ja, fast. Team Blau, toll. Ja, dieses Tänzchen gönne ich euch nicht. Ja, toll. Ich gönne sie eben natürlich. Wir sind hier ja ganz professionell und Klavier aller Schule. Immerhin, ja, irgendwie was erreicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. So, ich gehe nochmal raus, weil vielleicht ein Team ist ja immer so gut wie seine Teammitglieder, Teammates. Vielleicht, wenn man rausgeht, wenn ich jetzt rausgehe, nochmal andere Mitspieler bekomme, vielleicht ist es dann ein bisschen anders. Die letzte Runde in diesem Video. So, Kampf beginnt. Alle guten Dinge sind drei. Das dritte Spiel sollte jetzt schon gewonnen werden. Nari spielt mit Yumi. Schöne Namen. Nari heißt auf Navi-Sprache, glaube ich, die Augen oder der Mund? Wie war das nochmal bei Avatar? Nari. Jetzt nicht mehr. War das Augen oder Mund? Irgendwas im Gesicht jedenfalls. Ihr wisst bestimmt besser. Ja. Ich würde mich mal über Kommentare freuen. Ich kriege ja irgendwie fast die Kommentare unter meinen Videos. Was nicht schlimm ist. Es ist nicht schlimm, aber natürlich Kommentare wären toll. Sonst blende ich dich weg. Ja, aber gerade waren wir bei Avatar und jetzt ist die Aber. Ach, keine Ahnung. So, das klingt nach einem Mädchennamen. Nein, du kriegst mich nicht. Vorher will ich hier noch einfärben. So, du kriegst mich natürlich mit deinem komischen Regenschirm. Aber es war nicht der Regenschirm, es war natürlich... Oder nennt jemand Splat King. Toll. Splat King legt sich mit Kip Splat an. Super. Ich finde das immer so ein bisschen... Ich meine, jeder wie er will, aber ich finde es immer so ein bisschen, ja, komisch, wenn Leute sich einen Namen geben, nein, nicht die Klecksbombe, sich einen Namen geben, wo schon im Namen irgendwie ein Superlativ drinsteckt. Also, ich bin der Splat King oder der Master irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, wenn dann der King irgendwie ständig auf dem letzten Platz ist und ständig weggesplattet wird und sich selber so King zu nennen, das ist so ein bisschen, ja. Wobei, sagt jetzt der, wo sich selbst Supernova nennt, ne? Aber egal. Das ist ja, das hat ja eine andere Bedeutung. Der Name hat ja eine. So, dich krieg ich. Dich krieg ich. Jawohl. Klecks. Da nennt sich jemand Klecks. Oh, Klecks ist ein schöner Name. Das ist ein schöner Inkling-Octoling-Name. Ich weiß nicht, ob es ein Inkling oder Octoling ist. Natürlich hat hier der Splat King mal wieder mit dem Sniper einen Logenplatz, um hier alle wegzusplatten. Mal gucken, ob es diesmal was bringt. Weil, wie gesagt, Leute, immer nur irgendwo sitzen und nur wegsplatten und nicht einfärben, bringt eben nicht unbedingt einen Sieg. Also einfärben soll man auch nicht. Da war doch jemand gerade. Kriege ich dich? Natürlich kriege ich dich nicht. Dafür werde ich gekriegt. Durch den Kalligraf. So, ich glaube, es fängt gerade an zu regnen. Immer noch 31 Grad. So, kriege ich dich jetzt? Kriege ich dich jetzt? Kriege ich dich jetzt? Oh, disconnected oder gesprungen? Schön, toll. Wahrscheinlich disconnected, weil ich sehe oben, der ist ganz weg mit seinem Regenschirm. Ah, jetzt ist er wieder da. Wahrscheinlich weggesprungen. So, kriege ich dich.
Nee, ich krieg dich auch nicht. Toll. So, schaffe ich wenigstens noch. So. Schaffe ich wenigstens noch. Ach, Klecks habe ich weggesklext. Habe ich wenigstens noch die 1000? Ja, die 1000 schaffe ich. Kriege ich dich noch? Kriege ich dich noch? Nee, jetzt ist der auch weg. Die hauen irgendwie alle vor mir ab. Die haben Angst, ja? Haben die Angst vor mir? So, 9, 8, 7, 6. 5, kriege ich dich, kriege ich dich, kriege ich dich. 3, 2, 1. Und das war's. Oh, sieht knapp aus. Aber es reicht. Jawohl. Und hier kommt das Siegerfoto. Und sogar eine Ghetto-Faust in der Mitte. Super. Gut. Ja. 2:1 für die Gegnermannschaften. Gegnerfrauschaften. Darf man dann eigentlich noch Mannschaft sagen? Gegnerteam. Sagen wir Gegnerteam. So. Und ja, wir gehen raus. Es waren ja 3 Runden angekündigt. Ja, wieder auf Platz 1 beim Einfärben. So, jetzt bevor ich meine Schuhe anziehe, gehe ich noch ein paar Spinte angucken. Das mache ich jetzt manchmal. Einfach so. Ich werde aber nichts bewerten. Sondern wir gucken einfach mal rein. Oh, Venzio. Ja, 100 Komiker hat er als Titel. Venzio, wenn du das siehst, du darfst mir gern mal wieder deine Lieblingswitze schicken. Ich mache gerne ein Video mal wieder über deine Lieblingswitze. Über den Jahrhundertkomiker. Wir gucken uns hier jetzt mal Spinde an. So, schön. Blitz. Blitz sauber. Laulau. Schöner Name. Jawohl, schön. Ja, Flint hat's nicht. Jules ist sehr ordentlich, der Spind. Sehr, sehr ordentlich. Oh, Speedy hat etwas von der Osterinsel mitgehen lassen. Pretzi, schöne Schuhe. Anissa oder Anis Alpha, schöne. Ja, sind das Gummistiefel da unten rechts? Ja, sehr schön. Gummistiefel muss ich mir natürlich auch noch zulegen. Es gibt keinen Kipp ohne Gummistiefel. Das wisst ihr. LL, ja, schön. Oh, Mr. Pin spielt auch mit. Viele Smiley-Aufkleber. Schön. Oh, Alex. Ordentlich. Sehr sauber. Minimalistisch. So, das ist mein Spind. Hope. Hope ist doch die Tochter von Brooke, oder? Das weiß niemand jetzt, was ich damit meine. Das ist schön. Ich verrate es auch nicht. So, der omnipräsente Jungspund. Ja, oh. Von Millionen von Drachen oder was auch gerade gestanden ist. Schön. Ace. Sehr schön. So, da sind wir am Anfang bei Xiao. Fischgräte hat er drin. Schön. Ja, ich bewerte nicht, weil das ist immer so. Ich bin kein Freund von so Bewertungen und sagen, oh, das ist eine 1 von 10, das ist eine 5 von 10 und dddd. Weil das ist so, ich mag das nicht. Also wenn es nicht tatsächlich ein Wettbewerb ist, wo man jetzt Spiele bewertet, wo ich jetzt sage, oh, ich oder Bücher oder irgendwelche Geschichten oder Filme, dann sage ich, bin ich so ein Bewerter-Fan, weil das ist immer irgendwie individuell, ob einem etwas gefällt oder nicht. Und dann, was für die einen eine 10 von 10 ist, ist für die anderen eine 1 von 10. Die einen finden, Game of Thrones ist das Beste, ist die beste Serie aller Zeiten, andere können gar nichts mit anfangen, deswegen ja, lasse ich das mit bewerten. So, jetzt will ich noch die Schuhe anziehen und gucken, ob die mir stehen. Jawohl, oh, die stehen mir sehr gut. Ich bin ja ein Fan von so grellen Farben. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Dann mit den neuen Schuhen. Keep Supernova over and out. Und ich mache jetzt noch ein paar Fotos für später. Tschüss!